Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. Yo, wir sind weiterhin im Event, können den Krawall bekommen. Ich lass mal ohne Zahn gerade suchen, wie lange braucht er noch? 4 Stunden 43 Minuten, also ist schon doch noch eine ganze Weile, muss ich sagen. So, wie gesagt, gehen wir einfach mal hier auf unseren Krawall, gucken uns den einfach mal an. Also sammeln. Naja, holzmäßig ist er echt gut bestückt, sagen wir mal so. Fischmäßig, naja, so dolle ist es nicht, sammelt ja nicht. 5 Stunden 15 ist ohne allzu lange, aber dafür ist er extrem stark. Wie ihr seht, hält er auf jeden Fall eine Menge ab und kann auf jeden Fall perfekt im Kampf gegen die Flotten eingesetzt werden. Von daher wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, den zu bekommen. Schreibt ihr mal einen Kommentar, ob ihr den Rumpelhorn oder den Krawall schon bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, dann gehen wir mal weiter. Oder wollen wir uns erstmal noch mal kurz den Rumpelhorn angucken? Ja, der sammelt extrem lange und eigentlich auch relativ solide, weil er gleichmäßig Fisch und auch Holz sammelt. Das finde ich eigentlich immer am besten, weil man so dann seine Drachen besser so koordinieren kann. Finde ich auf jeden Fall extrem cool. Dann braucht man nicht immer die ganze Berg umbauen. Finde ich auf jeden Fall extrem geiler. So, was haben wir noch? Hier habe ich erstmal gesehen, unser Marktplatz ist fertig. Jetzt haben wir 1915 Wikinger auf Berg. Und wenn ich hier oben gucke, hier sieht es genauso aus. Haben wir nochmal 115 dazu. Haben 2030 Wikinger jetzt. Richtig genial, richtig Hammer. So, dann müssten wir das eigentlich freischalten können. Für 499.000 Holz. 7 Tage dauert's. Das machen wir auf alle Fälle. Weil mein Material ist eh knüppeldicke voll. Von daher passt das. So, das einzige Doofe, wir können jetzt nicht keinen Drachen mehr zum Training schicken. Es sei denn, wir sammeln jetzt erstmal unser Holz ein und gucken, was wir haben, was wir damit veranstalten können. Ist natürlich auch immer sehr wichtig. Jetzt haben wir schon wieder 37 Mille. Von daher haut es eigentlich relativ gut hin, muss ich sagen. Den haben wir losgeschickt. Und hier haben wir auch noch 3. So, dann schicken wir die natürlich auch nochmal los. Und dann sieht es eigentlich schon relativ gut aus. 69 Mille Holz haben wir wieder auf Tasche. Von daher ist alles wieder im grünen Bereich. Wir bauen jetzt, wie gesagt, gerade das Teil hier frei. Die Brücke wird gebaut. Wie heißt die? Brücke zu Freasfeld, okay, alles klar, wissen wir Bescheid. So, dann kommen wir mal hierzu. Wie ihr seht, können wir hier so einen legendären Drachen, den grünen Tod, bekommen. So, was müssen wir da machen? Also die erste Aufgabe habe ich schon erledigt, jetzt habe ich die zweite. Trainiere 10 Drachen um 10 Level oder entfessle den grünen Tod jetzt. So, was machen wir? Wir checken erstmal unsere Akademie, gucken, was da so los ist, ob wir da noch einen Drachen drin haben. Oh, einer ist nur noch drin. Können wir 2 auf jeden Fall drin stoppen. Das ist auf jeden Fall bombastisch. Welchen haben wir im Training? Muss ich jetzt mal gucken, haben wir den hier auf Berg? Nö. Gehen wir einfach mal hier rein. Alter, wie viele sind denn da fertig? Ich guck erstmal, welcher noch im Training ist. Erstmal pimpen wir den hier auf. Unseren Tornado, den haben wir jetzt auf Level 69 gepimpt. Können jetzt weiter gucken. 65. Dann pimpen wir erstmal hier unseren Taifumerang. Der ist jetzt auf 31. Unser Sturmschneid ist jetzt auf 25. Dann haben wir den Hakadu auf Level Nummer 16 und noch den exotischen Hakadu, den haben wir jetzt auf Level 4 gepimpt. Könnten wir den eigentlich für 12 Minuten gleich nochmal zum Training schicken. Weil den können wir jetzt gerade gleich ein bisschen pimpen. Dauert ja nicht allzu lange, wenn wir den irgendwo hinschicken. Von daher hautet erstmal hin. Ich würde sagen, dann füttern wir gleich mal unseren Sturmschneid. Könnten den für 15 Stunden jetzt nochmal zum Training schicken. Wäre auf jeden Fall auch ja nicht so blöd. Aber das lasse ich erstmal, das kann ich dann später machen. Da suche ich mir jetzt erstmal was anderes, oder? Ach, nehmen wir den einfach. Drauf hier schissen, würde ich sagen. Oder nee, ich suche mir mal einen anderen. Haben wir hier unten noch einen, der vielleicht nicht so lange dauert. Der Donnertrommler, das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion. Jo, dann trainieren wir den. So, was können wir dann machen?
Jetzt können wir das erstmal schließen. Dann haben wir in der Akademie endlich wieder alle drei. Jo, so sieht's aus. Zwar dauert es nicht allzu lange, bis sie fertig sind, aber trotzdem haben wir erstmal wieder drei Drachen drin. Von daher hautet hin, wie ihr sagt. So, die Drachen sind ja alle noch an Tour. Ich schick's aber trotzdem nochmal los. So, alle schick, super. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir uns nochmal die Sammlung angucken. 30 Zahnräder brauchen wir noch. Hier können wir den greifenden Gründling bekommen. Hier die Runensammlung. Also drei Sachen. Außerdem nochmal zu meinen Aufgaben. Da wollte ich eigentlich auch nochmal kurz die Lage checken. Alter, jetzt haben wir hier schon 7. Richtig geil. Das läuft auf alle Fälle. Freue mich schon, wenn wir 10er haben. Suche zweimal einen Regenschneider auf der Trennwüste. So, gut, dann haben wir das erstmal alles erledigt. Dann könnten wir eigentlich mal noch gucken, wen wir als nächstes dann pimpen. Ich brauche eigentlich drei Drachen, die nicht so lange brauchen. Das ist echt am sinnvollsten. Stunden 40, den Gronkel könnte ich auf jeden Fall pimpen. Den riesenhaften Albtraum. Ja, den schrecklichen Schrecken hier auf alle Fälle. Oh, der braucht nur 4 Stunden. Der auch hier 4 schon ein bisschen. 5 Stunden. 4 Stunden 10. Der Glutkessel ist auf jeden Fall auch eine Variante. Jo, haben wir auf jeden Fall gut ein paar Drachen jetzt hier sehen, die wir halt pimpen können. Ich würde sagen, den Hakadu werde ich erstmal aufpimpen. 2 Stunden, 5 Minuten könnten wir den natürlich auch zum Training schicken. Aber das lassen wir erstmal. Können wir sowieso nicht. Unsere Akademie ist voll, von daher fällt das erstmal flach. Aber cool ist, dass wir auf jeden Fall hier die Brücke ausbauen. Finde ich richtig geil. Haben wir bald wieder ein neues Stück Land hier am Start. Das benötige ich auf jeden Fall auch. Weil, wie ihr seht, ist es knüppeldicke voll bei mir. Klar, hier ist noch eine Ecke, aber da kann man nur kleine Häuser hinstellen. Von daher ist das bitter. Einen Drachenkrieg jetzt auch nicht mehr ruf. Man könnte höchstens das hier wegnehmen. Ja, das hauen wir mal da runter. Mann. Da hätte noch ein Drachen hingepasst. Die wieder alle klar. Die Bäume könnte ich natürlich noch wegmachen. Wie kriege ich auf jeden Fall mehr Platz? Jetzt müssen wir sowieso erstmal 7 Tage warten. Das ist natürlich extrem lange. Aber naja, die Zeit habe ich auch noch. Ich habe schon jetzt monatelang gewartet. Von daher drauf hier schüssen. Jetzt ist es so, wie es ist. Was gibt es hier noch für Drachen, die ihr auf jeden Fall richtig geil findet? Wollen wir einfach mal unsere exotischen durchgehen und uns die einfach mal angucken, die es hier so gibt. Ich würde sagen, jo, das machen wir. So, dann haben wir hier den Glutkessel. Wir können uns ja mal die Sammlung ansehen. So, jetzt für den greifenden Gründling. Bauer.
Ja, aber den Hackaloo, den haben wir am Start. Also optisch sehen sie auf jeden Fall richtig geil aus. Wo haben wir den anderen Hackaloo? Muss ich mal gucken. Am liebsten wirklich die. Das wäre auch natürlich auch geil, wenn man hier die Karten irgendwie zwei vergleichen könnte. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn man die zum Beispiel anklickt, zack, vergleichen mit und dann die andere auswählt und nimmt dann einfach den Hackaloo hier. 601, 2825. Naja, der ist schon ein bisschen besser, auf alle Fälle. Sammelt auf jeden Fall gut Fisch. Also seht ihr ja hier 930.000 pro Stunde auf Level 80. Und dann guckt euch den mal an. Der sammelt natürlich Holz. Also ich weiß nicht, ist auf jeden Fall cool an dem exotischen. Cooler Drache auf jeden Fall. Optisch sieht er auch richtig geil aus, muss ich sagen. Mir gefällt er. Von daher kann ich nichts weiter sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere exotische, weil ich ja nicht so viele habe. Außerdem, ich weiß nicht, habt ihr das im letzten Let's Play vielleicht mitgekriegt? Keine Ahnung. Ihr könnt natürlich hier sortieren. Das natürlich richtig geil gemacht. Wenn ich jetzt nur die seltenen haben will, siehst du nur die seltenen im Hangar. Also ist echt geil gemacht, finde ich. Haben sie sich auf jeden Fall weit einfallen lassen. Jetzt müsste man nur noch zwei miteinander vergleichen können und dann wäre auf jeden Fall alle Bombe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre auf jeden Fall Hammer. So, dann schließen wir das erstmal wieder. Und gucken, eigentlich können wir nichts weiter tun. Eigentlich sind wir durch, würde ich sagen. Von daher sehen wir uns im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.